Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden heute gemeinsam einen Liebesbrief machen von deinem Gegenüber an dich. Schau bitte immer, ob du in Resonanz damit gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. Für diejenigen, die an Meditationsaffirmationen oder auch Subliminals interessiert sind, ich habe jetzt gestern zu dem Thema Werde unvergesslich oder sei eine unvergessliche Schönheit zu dem Thema hochgeladen. Ich verlinke mal ein Video hier am Ende diesen Videos und mache auch einen Link in das Kommentarfeld. Klicke gerne drauf, wenn du daran interessiert bist und stöber da auch gerne mal auf meinem anderen YouTube-Kanal rum, denn ich habe zu mehreren Themen bereits Subliminals oder auch Affirmationsmeditation hochgestellt. Okay, dann fangen wir jetzt mit dem Liebesbrief an. Wir werden jetzt zwei Kartendecks auslegen, und zwar einmal das Tarot und einmal die Karten der Liebe von Jacques Spezzano, und dann werden wir die nach und nach intuitiv ziehen. Und jetzt schauen wir mal, was ist für heute die Botschaft. Dieses Orakel ist übrigens zeitlos, wann immer du das findest, und es hat für dich Bedeutung. Genau, schau da einfach rein und hör da in dich rein. Okay, dann schauen wir mal, was ist hier heute die Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Also, wir haben hier den Eremit, den möchte ich mal tatsächlich abklären. Vielleicht bist du im Rückzug, vielleicht ist dein Gegenüber im Rückzug. Okay, also hier ist auch der Teufel angezeigt. Das ist ja so eine leicht toxische Energie, beziehungsweise, lass mich hier nochmal, um näher reinzuschauen, möchte ich tatsächlich nochmal eine dritte Karte haben. So, und der Narr. Okay, also mir kommt es hier so vor, dass dein Gegenüber so ein Mensch ist, der dazu tendiert, so Heiß-Kalt-Spiele zu benötigen. Das fühlt sich irgendwie so ein bisschen ungesund an. Also ich bekomme hier rein, ja, dass du dich zurzeit zurückgezogen hast. Und das hatte auch sicherlich 100% seinen Grund, ne? Vielleicht sagst du jetzt, okay, dieser Mensch, der tendiert wirklich dazu. Es gab in der Vergangenheit immer mal diese Themen, dann war er ganz nah zu mir, dann hat er mir wieder ganz viele Fragezeichen hinterlassen und dann hast du dich sozusagen zurückgezogen. Was ich hier wahrnehme ist, mit dem Teufel und mit dem Narr bekomme ich rein, dass dieser Mensch sozusagen einen Plan schmiedet, um dich wieder in seinen Bann zu ziehen. Ja, er wird so tun, als ob nichts geschehen ist, ne? Also er wird dann ganz banal dich irgendetwas fragen, wieder irgendwie eine lockere, leichte Situation hervorzurufen und dich schlussendlich wieder in seinen Bann ziehen. Also das möchte er auf jeden Fall. Jetzt bin ich mal gespannt, was die anderen Karten sagen. Genau, das ist, ja, du guck bitte du immer, ne, bleib wirklich deinen Standards treu, dass du dich nicht in diesen Kreislauf nochmal verfangen lässt und diesen Menschen auch sozusagen erziehst, in dem Sinne, dass er das nicht mit dir machen kann. Genau, dann schauen wir mal weiter. Wir haben hier die 6 der Stäbe. Da nehme ich jetzt auch nochmal eine Tarotkarte und die Herrscherin. Ja, also, du bist für diesen Menschen wirklich ein komplettes Paket. Das muss man hier wirklich sagen. Ja, du bist ein super wertvoller Mensch aus Sicht deines Gegenübers und du hast auch unheimlich viel zu geben. Ja, vielleicht sagst du jetzt, okay, dieser Mensch ist tatsächlich ein Energievampir, weil du strahlst hier schon eine ganz, ganz tolle Energie aus, ne? Und so sieht dich auch dein Gegenüber. Und natürlich möchte er an dieser Kraftquelle wieder anzapfen, ne? Deswegen pass bitte auf, wenn es jetzt deine Legung ist, dass du immer auf deinen Körper schaust oder dein Wohlbefinden, ob du dich ausgelaugt fühlst, wenn, nachdem du Kontakt mit diesem Menschen hast, oder eher energiegeladen fühlst, ja? Weil hier scheint es mir wirklich so zu sein, dass dein Gegenüber ja, dich wirklich als eine Zapfquelle sieht. Also er hat dich wirklich in ganz, ganz tollen Augen. Das muss man wirklich sagen. Aber natürlich nehme ich wahr, dass trotzdem dein Gegenüber an einem toxischen Verhalten leidet, in dem Sinne, dass er selber irgendwelche Mangelzustände hat und eben deshalb sich so magnetische, nährende Menschen auch im Umfeld gezielt aussucht, um sich selber nicht mehr leer zu fühlen. Ja, hör da bitte wirklich in dich rein.
Ich habe das Gefühl, dass dieser Gegenüber mehr will, als er vielleicht auch geben kann zurzeit, ne? Weil er möchte tatsächlich ja hier diesen Erfolg zwischen euch haben. Aber irgendwie durch diese ersten Karten muss man einfach wirklich schauen, dass dieser Mensch erstmal versucht, an diesem eigenen Mangel zu arbeiten, dass er selber dir diese Stabilität einfach auch geben kann und dich nicht nur als Zapfstelle nimmt, ja? Genau, das ist sehr, sehr wichtig hier in diesem Liebesbrief, sage ich jetzt mal. Ne? Also er sieht dich wirklich als eine ganz tolle Person, sehr weibliche Energie auch, sehr nährend, aber du musst halt einfach wirklich auch auf dich aufpassen, wenn du jetzt sagst, okay, das ist deine Legung. Lass uns mal hier noch eine Chuck Spizano-Karte nehmen als Klärungskarte, der Selbstwert. Ja, er spürt tatsächlich, dass du über dich hinausgewachsen bist. Vielleicht hattest du auch vorher diese Energie nicht, ne, der Herrscherin. Aber irgendwie spürt dein Gegenüber, dass du an Selbstwert zugenommen hast. Ne, wir haben ja auch am Anfang gesehen, dass du in diesem Rückzug bist und dass du wirklich vielleicht sogar auch deine 7 Sachen gepackt hast und gegangen bist aus der Liebe heraus zu dir selbst oder weil du deinen Wert jetzt mehr erkennst, weil es dir vielleicht auch zu viel geworden ist. Und da muss man eben aufpassen, ne? Weil man sieht ja auch, er versucht so mit einer fröhlichen Einstellung auf dich zuzukommen und wieder Zugang zu dir zu bekommen. Und da ist es jetzt unheimlich wichtig, weil auch Menschen testen unbewusst andere Menschen, ob sie wirklich diese Veränderung ernst meinen oder diese auch langfristig ist. Und da du ja jetzt hier zuschaust und wenn du damit in Resonanz gehst, bist du hier schon mal vorgewarnt, dass du wirklich bei deinem Selbstwert auch bitte, bitte bleiben sollst, weil zurzeit hast du eine sehr hohe Anziehungskraft auf diesen Menschen. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Mensch das natürlich auch austesten wird, inwieweit du das mit deinem Selbstwert oder der Liebe zu dir selbst auch wirklich langfristig ernst meinst oder ob du noch gewisse Spielchen einfach auch mitmachst. Ne? Das heißt nicht, dass dieser Mensch sich nicht verändern kann, aber entscheidend ist eben auch, wie du darauf reagierst, ob du ihm das Gefühl gibst, dass du dich nochmal auf diese Heiß-Kalt-Spiele einlässt. Ne? Wenn er sofort spürt, du machst die Grenze zu, der spürt das auch an deiner Ausstrahlung, ja, an deinem Energiefeld. Du musst da gar nicht viel sagen. Dann kann natürlich auch so ein Mensch stabiler werden und zuverlässiger werden, weil er dich einfach auch als die Herrscherin sieht, ja. Und er muss da irgendwie auch selber mal aus dem Mangelzustand in die Reife, sagen wir mal so, kommen, ja, dass er eben auch verbindlicher wird. Genau. Ja, sehr interessante Legung. Okay, dann schauen wir mal weiter. Ja, wir haben die 7 der Stäbe und zurzeit ist es eben so, dass er spürt. Ah, guck mal hier, das ist so interessant, ja, weil er hat diesen Zugang zu dir einfach nicht mehr. Du wirkst einfach auch so. Du hast so eine Coolness bekommen. Also energetisch spürt er, dass du dich gar nicht mehr so um ihn scherst, dass er nicht mehr so dein Mittelpunkt ist, ja, dass du cooler einfach auch wirkst. Und das ist natürlich auch etwas, was er jetzt auch mega erotisch anziehend findet an dir, weil du gerade nicht mehr so greifbar bist. Und das, was man nicht hat, will man ja dann wieder umso mehr haben. Und genau, zurzeit ist es wirklich so, dass er sich auch sehr erotisch zu dir hingezogen fühlt, weil du einfach auch zurzeit sehr cool wirkst, ja, sehr in deiner Mitte. Ja, nicht, vielleicht auch nicht so emotional, wie du es mal vielleicht gewesen bist. Ja, dass er bei dir einen Punkt oder einen Knopf drückt und du flippst vielleicht aus oder fängst an emotional zu reagieren. Und zurzeit wirkst du wirklich so, als wäre dieser Mensch eher eine Nebenrolle als eine Hauptrolle. Und das macht dich unheimlich sexy, sage ich jetzt mal aus Sicht deines Gegenübers. Genau. Ja, lass uns mal weiterschauen. Die 9 der Kelche, da möchte ich auch noch eine Klärungskarte haben. Und die Wahrheit. Ja, dieser Mensch spürt, dieser Mensch hat wirklich ein paar Probleme, habe ich das Gefühl, ne? Also sein Herz sagt, das fühlt sich gut an mit dir. Du bist, weil wir haben ja auch gesehen, diesen Sieg möchte er ja mit dir haben. Du bist die Herrscherin und du bist auch eine ganz tolle Person aus Sicht deines Gegenübers. Und es fühlt sich auch wahr an auf dem Herzen. Nur irgendwie bekomme ich bei diesem Gegenüber einfach rein, dass so viel vielleicht auch in seinem Leben vorgefallen ist, was er nicht so gut weggesteckt hat,
was ihn eben auch teilweise hat zu toxischen Verhalten führen lassen, ja. Aber hier sieht man einfach, dass sein Herz schon auch sagt, das ist eine Wunscherfüllung mit dir gemeinsam, das fühlt sich wie die Wahrheit an. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass du wirklich bei deinem Selbstwert bleibst und ihm auch signalisierst, wenn er wieder angetanzt kommt, dass du wirklich sofort die Tür zumachst, sobald er wieder anfängt, heiß-kalt zu spielen. Das ist sehr, sehr wichtig, damit dieser Mensch wirklich auch dazu erzogen wird, dich wie eine Königin oder eine Herrscherin zu behandeln. Das ist sehr, sehr wichtig in dieser Legung, weil dann gibt es wirklich auch Hoffnung, ja? Weil ich bin davon überzeugt, dass Menschen sich komplett auch verändern können. Definitiv. Aber dazu gehört auch auf jeden Fall der Gegenpart, weil man sieht ja auch sehr oft, ne, der eine Mensch ist in dieser Verbindung total toxisch und in der anderen Verbindung ist er eher der, der sehr viel gibt, mehr gibt als nimmt, weil die andere Person eher dann so distanziert wirkt, ne? Also das sind immer so Dynamiken zwischen zwei Menschen und deshalb müssen wir die anderen Menschen gar nicht verändern, sondern es reicht wirklich, wenn wir uns selber verändern und in uns total selbstsicher sind und wissen, was wir wollen. Schau mal, und hier haben wir den Page der Kelche. Und dieser Mensch, der, ja, der kann gar nicht mehr aufhören, über dich nachzudenken. Lass uns mal hier noch eine Klärungskarte nehmen. Na? Ja, und der tut dich gerade total idealisieren. Ne? Also umso mehr er über dich nachdenkt und umso weniger greifbar du gerade zurzeit auf diesen Menschen bist, umso mehr kriegt er wieder so diesen Höhenflug in deine Richtung. Ja, kriegt Schmetterlinge im Bauch, verliebt sich in dich. Das ist eben auch, kann auch wirklich toxisch sein, dass manche Menschen immer nur das total toll finden, was gerade sich weit weg anfühlt, aber sobald es dann da ist, das als zu selbstverständlich genommen wird. Das ist manchmal bei Menschen leider so, dass Dinge zu selbstverständlich genommen werden. Und deshalb ist es auch unheimlich wichtig, dass du immer sofort auf dein Energiefeld hörst und wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dass du sofort auch intuitiv handelst, damit dieser Mensch anfängt, dich auch zu wertschätzen, wenn du in seinem Leben bist, ja? Weil zurzeit denkt er super viel über dich nach und hat einfach auch Schmetterlinge im Bauch, ne? Also wie gesagt, er denkt gerade ganz, ganz toll über dich nach, aber du möchtest ja auch, dass er über dich toll nachdenkt, wenn du eben greifbar bist, wenn du auch da bist, ja? Upsa, mir ist eine Karte runtergefallen, kleinen Moment. Oh. So, okay. Genau, mehr brauchen wir jetzt erstmal gar nicht zu ziehen. Ich würde noch mal jetzt eine Liebesbotschaft ziehen zum Abschluss. Was hier noch eine Botschaft, was wir hier noch für eine Botschaft bekommen. Ups, da hat sich eine umgedreht. Oh, hier haben wir ein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Ja, hier wird dir irgendetwas gelüftet. Ja, das kann auch wirklich sein, dass er dann, vielleicht wird er dann auch auf einmal total emotional, wenn er merkt, dass du einfach nicht mehr greifbar bist. Ne? Vielleicht fängt er dann auch mal an, sich dir gegenüber zu öffnen oder über seine eigenen Themen vielleicht auch zu sprechen, was er vielleicht nie getan hat. Ne? Oder es kann auch eben ein anderes Thema sein. Aber hier wird irgendetwas gelüftet sozusagen in deine Richtung. Vielleicht wird er dir auch einfach sein Herz ausschütten, ne, dass er dich total vermisst und er kann nicht ohne dich leben. Und das kann natürlich auch wirklich durchaus sein, genau. Ja, meine Lieben, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz mit dieser Liebesbotschaft gegangen seid. Und dann wünsche ich euch noch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Macht's gut, tschüss!